Können wir rufen, Dino? Dino! Wir testen den! Undercover! Feuer bricht dann so ein Herz. Und ihr Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Gar nicht lang sabbeln. Das wäre der beste Döner Deutschlands. Aber das große Aber. Und das Aber ist so groß, dass ich es nicht selber entscheiden kann. Denke ich zumindest. Ich werde euch im Video sagen, warum nicht. Ihr könnt zum Schluss auch in den Kommentaren eure Meinung dazu abgeben. Lasst euch einfach berieseln, was auf euch zukommt. Hab auch die Nummer 1, die aktuelle Pamphylia getestet. Alles natürlich undercover. Und auch Ewigkeit nicht getestet. Kotelan aus Hamburg. 2,5 Jahre her. Das kommt beides auf den Zweitkanal. Gerne auch ein Abo da lassen. Und dann geht's jetzt los. Zieht euch das rein. Wirklich, ich bin überfragt. Ich brauche in dem Fall eure Hilfe. Wir sehen uns beim Spot. Moin, ihr Lieben. Wir sind im Bremerhaven am Start. Wir haben Glück. Da vorne. Da ist Dinos. Nein, der LKW verpisst sich. Ach, mit Scheiße. Ich wollte gerade sagen, der LKW ist geil. Wir müssen Acht geben. Er darf uns auf keinen Fall sehen. Wir sind auf Undercover-Mission. Wir müssen hinter die Altkleidercontainer mit, glaube ich. Wenn der LKW wegfährt. Nochmal vor euch. Wir sind bei Dinos Döner. Ich glaube, Nummer 2 gerade innerhalb von Deutschland auf dem Ranking. Und wir werden jetzt direkt testen, damit wir das neue Ranking oben am Start haben. Direkt wissen, wie der Hase läuft. Das Ding ist, wir sind hier am Arsch der Welt. Hier jemanden zu finden, der auf Undercover jetzt rausholt, ist nicht so leicht. Soll ich den Herr da vorne fragen? Guckt so, ich frage ihn mal. Freunde her, sagen Sie, wären Sie bereit für einen kleinen Auftrag? Wie bitte? Okay, alles klar. Dankeschön. Er ist nicht am Start. Da können Sie selber bereit sein, sagt er. Wen holen wir jetzt ran hier? Ahmed sagt schon, wir brauchen halt die jungen Leute, ne? Ach ja, wenn ihr euch wundert, warum ich so eine Haare habe, ich hatte doch natürlich Haar-OP. Hier auf Messer schneide, Leute. Guckt euch mal an, hier ist Querwinkel. Der sieht mich fast. Ich muss hier direkt jetzt hinter die Einkaufswagen. Ich muss jemanden finden. Ich habe da ein paar Gartenarbeiter, dem will ich ein Essen zum Mittag bestellen. Guck, vielleicht geht das, vielleicht bringe ich mir mit. Aber es ist wirklich, schaut mal, da vorne direkt ist Dinos. Hier durch. Seht ihr da durch? Ich mach mal einmal den hier. Da ist er. Schnell wieder zurück. Mann, diese Undercover-Sachen, das sind die aufwendigsten Sachen überall, glaub mir das. Lass den Daumen umknallen für die Mission. Aber es ist echt aufwendig. So, Ahmed übernimmt die Seite vom Parkplatz. Ich übernehme diese Seite, falls jemand kommt, weil wir können ja nicht so oft hin und her laufen. Das ist eine harte Nummer, Mann. Ich hab eine Idee. Oh, jetzt bin ich ja neu. Ich frag mal an. Ich frag die Arbeiter. Dürfte ich Sie einmal kurz stören vielleicht? Ich habe hier eine Undercover-Mission. Dürfte ich euch Mittagessen spendieren bei dem Dönerladen? Müsst ihr gleich weg? Ja. Nein. Nein. Kann mir keinen Döner holen, weil ich bin auf Undercover-Mission. Weil der darf mich nicht sehen. Ich mache Qualitätskontrolle und teste den Döner. Aber der kennt mich. Wenn ich komme, gibt er mir Kamerabonus. Ja, ja, ich bin für im Internetsender unterwegs. Holle 2614. Würdet ihr das machen? Ich gebe euch so zumindest dick Trinker. Ich gebe euch 20 Euro mit Rest ist für euch. Ich brauche nur einen Döner. Ehrlich jetzt? Geil. Das ist mega. Das ist mega. Zwanni, gebe ich dir mal so hier. Ja. Danke dir erstmal. Ne? Vielen Dank, du rettest die Mission. Ja. Sag mal, kannst du nur dran denken? Nur Tomaten und Zwiebeln. Ja. Sonst nichts. Auch keine Soße. Ja. Ja. Und den soll er auch nicht einpacken. Kann er dir auf die Hand geben? Ja. Keine Soße, auf keinen Fall Soße. Oh, du bist der Beste. Ihr habt die Mission gerettet, komplett. Geil. Ich warte hier, Leute, ich warte hier. Da vorne ist er, Leute. Ich mach mal hier Zoom schnell. Zoom. Da vorne ist er. Man kann jetzt nicht so viel sehen, aber ihr seht die Jacke. Meine Jüde. Meine Jüde. Guckt mich alle dumm an, weil ich hier so auf dem Boden rumkrieche, wisst ihr? Aber die haben keine Ahnung, was hier abläuft. Qualitätskontrolle ist kein Kindergeburtstag. Irgendjemand muss es ja tun, wisst ihr? der soll nicht so auffällig. Man sieht das natürlich aus dem Blickwinkel ganz anders, aber jetzt versetze ich mal in Dinos Lage. Der wird niemals jetzt gerade darauf kommen, dass der Typ undercover für einen Holle Döner holt. Nein. Das, und der Zug ist auch in dem Moment abgefahren, wo er den Döner anfängt zu belegen, weil er kann uns schon sehen, weil das Ding haben wir dann schon in der Hand. Ja, das stimmt, wenn wir ihn hier haben, ist egal. Dann können wir rufen, Dino! Dino! Wir testen den! Undercover! Feuer bricht dann so ein Herz. Oh, er kommt, er hat schon Döner in der Hand. Jetzt hoffen wir natürlich, dass es richtig ist. Ja. Wie hast du bestellt? Tomaten, Zwiebeln ohne Soße. Sicher? Ja. Okay. Und ich sag dir ehrlich, wenn er jetzt vergisst, ich mach den Test trotzdem. Hauptsache keine Soßen. Wenn er einen Salat verkackt hat, egal. Ja, okay. Er kommt, der ist nicht mehr ganz so wild. Oh, bester Mann. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Echt, Dankeschön. Und
Ohne Soßen hast du geholt, ne? Ohne Soße, nur mit Tomaten und Zwiebeln. Oh, Traum. Ja? Traum, wirklich. Also vielen, vielen, vielen Dank, du hast uns den Arsch gerettet. Cool. Ach, der Rest für dich, ne? Ja, ja, der Rest für dich. Danke. Gerne. Schönen Tag euch noch, ne? Danke, ciao, ciao. Ja, er hat Gurke und Salat, aber das macht nichts. Das ist jetzt nicht so wild. Komischerweise, er hat es ja gesagt gerade. Mhm. Das glaube ich ihm auch. Ja, da weiß man aber nie, ob die das auf dem Weg verkackt haben. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Wichtig ist erstmal keine Soße. Pass auf, Leute, eine Sache ist schon mal. Das ist, glaube ich, nicht das Hausbrot von ihm, das eigene. Ja, das ist schon mal anders. Er hat da jetzt, also wenn du so hingehst, heißt das also, du kriegst, wenn du nichts sagst, normales Brot. Aber das performt manchmal stärker als das selbstgemachte, ist einfach so. Das Fleisch wieder direkt saustark, muss man sagen. Auch mal interessant, also ich habe keine Tomaten bekommen, gar keine. Das ist eher so ein Mix. Die Kombi, die ich wähle, ist natürlich durchdacht. Die ich normalerweise ja immer bestelle, dieses Tomate-Zwiebel. Tomate hat auch einen gewissen Saft natürlich, ne? Was dann auch dir das Nicht-Nehmen von Soße irgendwo kompensiert. Also er ist schon gut befüllt von der Menge. Eine sehr interessante Kombi, sogar noch mit Paprika drin und so. Kann ich mir gut vorstellen, so zu nehmen. Ich sag euch direkt, es ist so zu trocken. Du merkst geiles Fleisch, alles. Aber es ist irgendwo wieder das Feeling, wie als ich beim ersten Mal da war und gesagt habe, Dino, mach was am Brot. Ich habe gesagt, das ist das geilste Fleisch überhaupt. Aber das Brot kackt ein. Er hat kurzzeitig auf mich gehört. Aber jetzt bietet er hier wieder anscheinend das alte Brot an. Für den Standardkunden, der hinkommt. Könnt ihr jetzt natürlich sagen, okay, ich gehe hin und wünsche mir jetzt das Special-Brot. Muss aber irgendwo auch für die Allgemeinheit gucken und schauen, was gibt es den Leuten, die nicht fragen. Das weiß einfach nicht jeder. Das kommt nicht jeder von mir. Er hat das Video nicht gesehen. Hat nur gehört, da ist ein geiler Döner. Kommt hin. Teuer hat gesagt. Da stehe ich mit meinem Namen gerade. Wenn der nicht zufällig weiß, dass er nach einem Special-Brot fragen soll, ist das mal Arschkarte. Du musst doch immer deinen besten Döner rausgeben. Ich bin ja gerade ein bisschen strugglen, aber eigentlich für mich noch einen jetzt zu holen mit der Ansage, mach jetzt nochmal das neue Brot. Ich muss ja den Döner bewerten, den jeder kriegt, wenn er nichts sagt. Ist immer noch geil so, aber nicht mehr als ein 8. Ich muss einmal so sagen, das heißt, er muss komplett aus dem Ranking raus. Tut mir weh. Mann, naja. Also, das Urteil steht, würde ich sagen. Aber Fleisch ist auch nicht so gut wie letztes Mal, Leute. Muss man sagen. Hat nicht das Feeling vom letzten Mal. Ich muss die Bewertung sogar leicht noch korrigieren. Also bei dem Fleisch, mehr als ein 7,6 kannst du da denn nicht geben gerade. Also wir haben noch einen Kollegen gefunden, der holt uns jetzt sogar noch mit Hausbrot. Und danach können wir Dinos fragen, warum wir nicht ein Hausbrot automatisch gekriegt haben. Dir erstmal vielen Dank, mein Lieber. Jo. Korrekt, dann bis gleich, ne? Jo. Wenn du wegläufst mit dem Geld, haben wir dich jetzt auf Kamera. Alles gut. Ganz wichtig, nicht einpacken. Nicht einpacken. Sondern direkt auf Hand. Okay. Ja. Wir haben hier noch mal einen Kollegen, das ist lustig. Dino scheint mit seinem Brot wirklich irgendwie, keine Ahnung, Ping-Pong zu spielen. Da hat er bei dir ein Fladenbrot sogar gehabt, ne? Ja, das Brot von einer längeren Zeit fand ich besser. Mhm. Das war auch mehr intensiver. Und das Fleisch von jetzt, das ist mehr fettiger und kommt mehr in das Brot rein. Ist saftiger, aber ich fand das früher besser. Dino, Fladenbrot, jetzt das eine Mal das, Hausbrot. Also du musst auf jeden Fall klare Linie fahren nächstes Mal. Dank dir. Gib ihm doch noch dein Passwort, dann kann er doch deinen Kanal übernehmen. Ja, ja, das stimmt. Achi, du hast letztes Mal auch gegessen. Ja. Was sagst du? Geschmack vom Fleisch ist gut, aber es ist leicht trockener. Das Brot scheint wirklich ein anderes zu sein tatsächlich. Es ist wirklich schwer zu sagen. Wie du schon vorhin gesagt hast, Tomatensaft hat so einen Effekt, gerade in so einem Döner. Mhm. Aber Fleisch ist nicht so stark wie letztes Mal, ne? Mhm. Dino, Liebe geht raus, ne? Wirklich. Das ist unsere Arbeit, Qualitätskontrolle, ne? Ich mache das hier gerade nicht gerne, was ich hier sage. Also in dem Sinne schon, weil mir mein Job Spaß bringt, aber weißt du, was ich meine? Da kommt der Ehrenmann. Oh, danke dir, mein Lieber. Korrekt, korrekt. Boah, der sieht super aus. Ja. Perfekt, danke. Ja, ich danke euch vielmals, Jungs. Nein, das sagt die 2 Euro, alles gut. Danke euch, ne, dann schotten wir uns hier ein bisschen ab und macht euch einen schönen Tag, ne? Danke, danke. Danke, Mann. Das Fleisch viel geröstet, oder? Ja, also ich sag euch wirklich, ich glaube, das Fleisch, oh, lag da unten schon. Das Fleisch ist direkt anders wieder. Und viel, viel geiler. Und es scheint ja von der Geschwindigkeit auch zu gehen.
ganz spezielles Feeling. Das Brot ist nochmal auch trotzdem anders als letztes Mal. Ich würde gar nicht mehr sagen schlechter. Ich glaube, weil er das halt, er bezieht das nicht. Er macht das jedes Mal selber. Da kann es leicht Abweichung geben. Da ist das nicht immer ganz genau gleich. Das erinnert so an ganz krosses Baguette von außen, was richtig kross gebacken ist. So ein Aufbaguette aus dem Ofen oder so oder ein Sheer Butter. Jetzt nicht im negativen Sinne. Kommt nicht rüber wie ein gekauftes, aber so dieses Feeling so ein bisschen. Sehr, sehr geil. Tomate gibt sehr gut Saft mit rein. Tomate und Zwiebel, so wichtig bei dieser Kombi ohne Soße. Oh, das ist einfach Welt, Leute. Das ist Welt. Weltenunterschied. Ich werde euch bitten, weil ich weiß gerade nicht, wie ich entscheide. Ne? Ich werde euch gleich zu ihm gehen, ihm das sagen und dann meine Bewertung hierfür abgeben. Beziehungsweise, ich werde eine Vorabentscheidung treffen, aber ihr könnt fürs nächste Video in den Kommentaren entscheiden, wie ich es abändere. Das ist fair und ich werde die Mehrzahl der Dings nehmen. Nehmt Hashtag Döner 1 für den ersten Döner, Hashtag Döner 2 für den zweiten Döner und dann werde ich das im nächsten Video umändern. Das ist fair. Für mich ist das der beste Döner Deutschlands, wenn er den mit Hausbrot rausgibt. Das ist so, es ist der beste Döner Deutschlands. Es ist einfach so. Die Nummer, mein Lieber. Hey, Holle. Ja, hast aber zwei Dönerspieß hier hängen auf einmal, ne? Ja, danke, gut. Ich bin ein bisschen im Zeitdruck, ne? Aber ich dachte, ich sag noch einmal Hallo, ich habe Undercover-Test gemacht bei dir. Echt? Ja, ich habe Undercover gemacht. Und vielleicht magst du einmal rauskommen kurz, dann ja, ist hier Sound ein bisschen besser. Hallo. Also, ohne jetzt groß nachzudenken, ne? Ich habe zwei Döner bei dir gegessen. Ja. Eine Frage stellt sich mir, das soll jetzt kein Angriff sein, aber du wirst einen guten Grund haben. Warum gibst du, wenn die Leute nicht fragen, so dieses Standardbrot raus und wenn die Leute fragen, dieses Hausbrot? Ich versuche jetzt öfters bei den Kunden mein eigenes Brot anzubieten. Ja. Weil das andere Brot, diese vom Bäcker, was ich hole, das wollen viele nicht mehr. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, jetzt möchte ich mehr immer, auch wenn die sagen oder nicht sagen, gebe ich lieber mein eigenes Brot raus. Ja, weil ich habe gemerkt, dass das normale Brot, das ist das, wie ich vor langer Zeit bei dir mal gesagt habe, Dino, geiles Fleisch, präsent. Aber ja, so bringe ich dich nicht, so kann ich dich nicht oben mit einranken. Ja, vielleicht nicht mal diesmal zu präsent, aber einfach nicht stark, war zu trocken und so. Ja. Hätte ich nicht mal mehr als eine 7,5, 7,6 geben können. Ja. Beim anderen gebe ich dir. Oder warte mal, das sage ich euch gleich. Ich sage euch gleich nochmal. Wir müssen noch kurz dranbleiben. Aber da musst du was machen. Es kann sein, dass ich dich aus dem Ranking schmeiße. Ich lasse die Community entscheiden. Dann müssen wir irgendwie neu anfangen. Wenn ich irgendwann wiederkomme, undercover, und du hast für jeden das Hausbrot, dann nehme ich wieder mit rein. Wir lassen die Community entscheiden. In dem Sinne, Leute, egal, ich mache jetzt Verabschiedung. Ich habe dir nur 9,3 gegeben. 9,3. Und ihr entscheidet, wie vorhin beschrieben. Und dann, lasst den Daumen umknallen. Wir sehen uns beim nächsten Video.